Guten Morgen, wir haben Freitag, den 9. Oktober 2020. Damit bewegen wir uns in großen Schritten auf das Thema Jahresendrallye zu. Man glaubt ja kaum, wie schnell die Zeit an dieser Stelle vergeht, und es ist mittlerweile Oktober. Und das Thema Rallye geht so ein bisschen hinten dran unter dem Thema Covid-19 und Wahlkampf in den USA. Das sind die Themen, die bestimmen momentan sehr, sehr viel. Aber wir dürfen dieses Thema mit der Jahresendrallye nicht aus dem Auge verlieren. Sonst schauen wir vielleicht am Ende des Jahres hin und denken, oh Gott, Mensch, was haben wir da jetzt nur verpasst? Deswegen machen wir auch jede Woche auch den großen Index-Check, dass wir damit zumindest mal so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Heute natürlich wie immer freitags, oder zumindest wenn wir keine Gäste hier haben, dann den großen Blick auf die Indizes. Das heißt, wir schauen heute auch wieder auf den DAX. Wir schauen sehr gerne auf den Nasdaq oder auf den S&P 500. Da würde ich mich freuen, wenn wir hier einfach auch in den Chats ein paar Rückmeldungen bekommen, so wie jetzt auch die guten Morgengrüße hier über Zoom und Facebook. Freue mich riesig. Danke dafür. Und wie schon gesagt, Fragen einfach in die Formulare bzw. in die Chatfelder schreiben und dann passt das Ganze. Ansonsten heute auf der Uhr, ich habe es vorhin auch schon angekündigt, auf Facebook beispielsweise, wir sprechen über US-Dollar, japanischen Yen. Dann habe ich noch auf der Uhr Euro, Kandollar und Silber. Silber schauen wir uns einfach mal an, weil das, was da passiert, könnte durchaus für den einen oder anderen Trader interessant sein. Durchaus sogar auf der Short-Seite. Schauen wir mal, was hier so kommt, wo wir die Verortung haben. Der Chart verrät uns einiges. Zuvor bitte ich wie immer in Gänze den Risikohinweis zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ach Mensch, da fällt mir noch ein. Wir haben Freitag. Und das ist auch ein bisschen Zeit für Education heute. Und da habe ich vor kurzem eine Anfrage bekommen, die hieß so in etwa, Mensch, Mike, ich verstehe nicht ganz, was das bedeutet, wenn jetzt ein Währungspaar schwerer oder ein Teil der Währung schwerer oder schwächer wird, was da so passiert, was hat denn das mit den Nachrichten auch auf sich, was muss ich denn da beachten? Ich kläre da heute mal ein bisschen auf. Das sind so Basics, die sind wichtig zu wissen für die Planung im Trading, damit man auch so ein bisschen den Impact von Nachrichten, naja, zumindest mal in Ansätzen vorhersehen kann. Ich meine, wie stark eine Währung reagiert auf so eine Nachricht, das weiß man im Vorfeld sowieso nie so genau. Aber es ist schon immer gut, wenn man weiß, welche Währungspaare denn an so einer Währung dranhängen und was dort an dieser Stelle entsprechend passieren könnte, beziehungsweise wenn man das dann mal in der sogenannten Verortung im Trendverlauf auch einschätzt, dass man dort eine gewisse Planung hat. Und da gibt es heute so ein paar Basics drumherum, rund um dieses Thema. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich merke es immer wieder, wenn man da gut Bescheid weiß, da wird das Trading deutlich einfacher. Das machen wir nachher im zweiten Teil sozusagen. Da mache ich übrigens auch wieder ein zweites Video davon und das stelle ich dann auch direkt auf den YouTube-Kanal von Tickmill rauf in die Education-Abteilung und dann kann sich das jeder auch nochmal in Gänze mit anschauen. Gut, alles klar. Ha, so, das passt. Schauen wir uns das mal an, was heute an Nachrichten sonst noch so kommt. Nischt, Leute. Es ist nichts, heute ist nichts los nachrichtentechnisch, zumindest nichts Geplantes. Wir haben ein bisschen was bekommen. China ist heute wieder da, die goldene Woche ist vorbei, Feiertagswoche, Partymodus zu Ende. Die Indizes sind gut gestiegen dort, ich glaube knapp 2% Zuwachs. Das hilft dem DAX natürlich auch ein bisschen unter die Arme. Ansonsten, wir haben bekommen aus, was ist es, China, den Kaixin-Einkaufsmanager-Index, ja, der geht ein bisschen Stück für Stück weiter voran. Das ist immer ein gutes Zeichen. Die Briten haben das BIP gebracht, 2,1. Letztes Mal waren es 6,4. Kann sich jeder selber vorstellen. Nicht so einfach. Momentan in Großbritannien, das Thema Brexit ist immer noch nicht vom Tisch. Ansonsten, wie schon gesagt, war es das für den heutigen Tag. Hier Produktion, verarbeitendes Gewerbe hatten wir noch im britischen Pfund. Auch das, ja, weit unter den Erwartungen der Analysten. Die haben mit einem Zuwachs von 3% gerechnet. Am Ende waren es 0,7%. Und das Ganze auch noch deutlich unter dem Vormonatsergebnis von 6,9%. Also, ist schwierig mit der Wirtschaft gerade in Großbritannien. Aber nicht so schlimm. Also für die Wirtschaft schon, aber für uns Trader, weil wir sind ja sehr flexibel. Und deswegen schauen wir auch auf die Nachrichten. Da können wir nämlich genau sehen, wie es gerade läuft,
was die Währung macht und an was wir uns hier anschließen können. Das machen wir auch immer wieder, wenn wir beispielsweise uns das Cable anschauen, ja, oder euro-britisches Pfund, diese Dinge. Ansonsten nichts weiter auf der Uhr heute, außer für diejenigen, die das Thema COT-Reports auf der Uhr haben, die gibt es natürlich heute Abend auch wieder zur Verfügung gestellt. Wir bleiben noch bei den Nachrichten und schauen mal kurz zurück auf das, was diese Woche so gekommen ist. Wir hatten einiges mit dem Thema Einkaufsmanager-Index zu tun und da gab es übrigens in Großbritannien auch gute Nachrichten. Ja, es ist jetzt nicht alles schlecht bei den Briten. Wir sehen es hier, am Montag haben wir es bekommen, den Einkaufsmanager-Index im Gesamten und für die Dienstleistungen. Was heißt gut? Man liegt zumindest mal über den Erwartungen der Analysten. Aber wenn wir uns diese Zahlen anschauen, die sind in Großbritannien schon unter dem Vorwerten. Und das ist halt das, was wir momentan halt sehen. Die Wirtschaft wird schon durch die ganzen Brexit-Verhandlungen sehr, sehr stark belastet. Aber wie schon gesagt, das ist halt jetzt, wie es ist. Und diejenigen, die damit was anfangen können, auch im Trading, man hat es, gerade wenn man beispielsweise auch die Indizes anguckt, ich meine, solche Phasen hat man überall schon durch. Die haben wir auch bei uns in Deutschland durch. Wenn es mit der Wirtschaft bergab ging und der DAX sozusagen in den Korrekturmodus auch reingetaucht ist, man muss sich da in diesen Phasen auch gut auf die Lauer legen, weil wenn es dann irgendwann wieder in die andere Richtung dreht, und das wird auch in Großbritannien wieder passieren, Großbritannien ist ein großartiges Land, hat eine großartige Wirtschaft, ja, dann wird es da auch wieder bergauf gehen. Und das sind so die Phasen, wenn wir da die ersten Nuancen sehen, dass es hochgeht, dann hat das hier doch deutliche Vorteile. Also, das dazu, und das haben wir noch bekommen, den Einkaufsmanager aus den Index aus den USA für die Dienstleistung. Und hier sehen wir, der strebt Stück für Stück weiter nach oben. Und das ist ein wirklich gutes Zeichen. Ne? Baugewerbe in Großbritannien ebenfalls über den Erwartungen. Und, aufgepasst, auch über dem Vormonat, also gebaut wird, das ist ein gutes Zeichen. Das haben wir hier gehabt. Ansonsten, die JOLTS-Stellenangebote waren unter den Erwartungen und auch unter dem Vormonat, also weniger Stellen geschaffen worden. Und die Rohöllagerbestände, da tritt man momentan so ein bisschen auf der Stelle. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Richtig viel ist hier diese Woche nicht gekommen. Und dann machen wir die Nachrichten noch flott fertig, und zwar hier für die nächste Woche. Worauf warten wir? Nächste Woche gibt es einige sehr interessante Nachrichten. Wir starten hier beispielsweise mit Großbritannien. Da gibt es das Thema Arbeitslosenänderung und die Gehaltseingänge. Dann haben wir aus Deutschland den ZDW-Konjunkturindex, also die ZDW-Konjunkturerwartungen, die bekommen wir Montag um 11 Uhr. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn wir mal schauen, die Analysten sind hier eher skeptisch. Ne? Wir hatten den Vorwert bei 77,4. Die Analysten erwarten hier eine 70. Lasse ich mal so stehen. Aus den USA kriegt man Verbraucherpreisindex. Gut, da sollte nicht viel zu erwarten sein. So richtig Druck kommt nicht raus. Ölpreis geht ja auch nicht wirklich hoch, sondern eher auf die Unterseite. Da kommt der Druck auch raus. Die Analysten erwarten hier auch einen Rückgang im Vergleich zum Vormonat. Das hier auf der Uhr. Ansonsten, bei den Briten gibt es am Donnerstag die Herbstprognose aus den USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Arbeitsmarkt, wie schon gesagt, sehr, sehr wichtig. Zum Thema Arbeitsmarkt in den USA gibt es immer noch sehr, sehr viele Arbeitslose. Ja. Der Knall, den wir zu Covid-19 gesehen haben mit den über 20 Millionen, das ist immer noch nicht verdaut, auch wenn davon schon ein ganzes Stück wieder eingestellt worden ist. Aber ein Stimuluspaket für die Arbeitslosen beispielsweise, das wäre hier ein Segen und das würde deutlich, deutlich auch, sage ich mal, sicherlich wie beim letzten Mal einen Schub an den Märkten geben. Also mal schauen, was da so kommt. Trump hat ja gesagt, ein Wirtschaftspaket gibt es erst nach den Wahlen. Mal schauen, ob das hier so durchgezogen wird oder ob es eine Kleinigkeit vorher gibt. Der Markt ist da noch nicht so sicher. Er ist hier positiv gestimmt, dass es durchaus doch noch was geben kann. Preist also Dinge schon ein. Wir schauen, die Überraschung ist auf alle Fälle da. Dann gibt es Donnerstag noch den Philly Fed Herstellungsindex und die Rohöllagerbestände. Die kriegen wir auch am Donnerstag und hier kriegen wir dann am Freitag noch aus der EU die Verbraucherpreise und aus den USA das Thema der Einzelhandelsumsätze. So, und damit hätten wir die wichtigsten Nachrichten für die nächste Woche schon mal auf der Uhr. Also bitte notieren, gerne auch für die ein oder andere Währung einen Termin im Kalender setzen, damit man weiß, wann was kommt. Wir machen jeden Morgen natürlich nächste Woche auch wieder ganz schön die individuellen Besprechungen, auch dann mit den Feinheiten abseits der drei Sterne. So, das hätten wir und damit sind wir gut gerüstet für die nächste Woche und für den heutigen Handelstag. Und deswegen, zack, rein in die Charts. Da haben wir es. Und zwar blicken wir hier und jetzt zunächst erstmal auf ein Währungspaar. Japanischer Yen, also US-Dollar, japanischer Yen.
Was sehen wir hier im großen Bild? Man muss kein, ja, sag ich mal, keine Glaskugel auf dem Tisch haben, um zu sehen, der Markt im langen Atem geht der hier doch deutlich weiter nach unten. Wir haben weiterhin fallende Hochs, wir haben weiterhin fallende Tiefs. Das ist das große Bild. Aber es gibt eine Hoffnung, und zwar gibt es hier ein Abflauen vom Abgabedruck. Und zwar sehen wir das sehr, sehr schön hier unten. Schaut mal, das hier drüben war das letzte Trendtief. Das lag ein bisschen über 104,20. Schaut mal hier, das Trendtief danach, als sich der Trend hier runter fortgesetzt hat, hat nur marginal drunter ein neues Tief gemacht, und zwar bei 104, um die 104, ich glaube 104,02 ist es gewesen. Das ist nicht viel. Da ist kein Druck da. Das sah hier drüben ganz anders aus. Das ist mal eine ordentliche Trendfortsetzung. Hier kam nichts. Hier kam direkt ein kleiner Lupfer drunter und dann keine Bestätigung des Ausbruchs zur Unterseite, sondern der Markt geht hoch, schleicht sich so langsam nach oben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Und ein Fakt, der hier an dieser Stelle jetzt noch wichtig ist, ist das, was ich gleich mal zeige. Ich klicke jetzt hier gleich mal im japanischen Yen noch auf den untergeordneten Trendverlauf. Schaut mal, was wir hier haben. Eine Bewegung, ein Hoch, ein Tief, ein Korrekturtief, ein höheres Hoch. Höheres Tief, zwei höhere Hochs. Das sieht mir doch mal so ein bisschen nach einem Aufwärtstrend aus. Und das ist jetzt interessant, weil wir haben jetzt hier zwei Marker, die uns andeuten, dass es durchaus noch ein Stückchen höher gehen könnte. Warum? Erstens, hier unten am Tief kein Verkaufsdruck. Zweitens, langsam nach oben, Korrektur und dann wieder langsam nach oben. Wir haben jetzt einen Aufwärtstrend. Also der aktuelle Trend auf dieser Basis ist aufwärts gerichtet. Und das ist jetzt das Interessante. Sollten wir tatsächlich aus diesem Bereich hier eine kleine Korrektur sehen und dann oben drüber fliegen, über diesen Verkaufsbereich hier bei 106,25, das wäre sehr positiv zu sehen, weil dann wäre der Weg erstmal frei, in diesem Bewegungsarm mal den Kontext aufgegriffen, die Korrektur weiter auszudehnen. Und der nächste Anlaufpunkt wäre hier mal das Zwischenhoch bei 106,55 und danach hier oben die 107. Das sind zwei wirklich sehr, sehr schöne Anlaufpunkte. Entscheidend wird jetzt sein, was macht der Yen hier in diesem Bereich bei 106,25. Ne? Schafft das drüber, ist das sehr bullisch zu sehen. Und dann hätten wir durchaus die Chance weiterer Kurssteigerung. Ob wir jetzt tatsächlich diese großen Zwischenhochs hier oben rausnehmen, ne? Um die 106,9 bzw. 107 oder nicht, das sei an dieser Stelle, wo wir jetzt verortet sind, erst einmal noch dahingestellt. Da ist einiges an Potenzial zur Oberseite da. Schaffen wir es aber, dann haben wir durchaus Chancen, auch in ganz andere Regionen zu laufen. Das müssen wir sehen, müssen wir immer auf der Uhr haben. Aber ganz klar, solange wie wir noch unter diesem Verkaufslevel bleiben und plötzlich Schwäche in den Markt kommt, gibt es auch das Risiko, dass wir wieder nach unten abdrehen. Ne? Dass wir einfach dann hier eine Korrektur gesehen haben, eine Tiefe. Ich mache mal kurz den Entry-Bar rein hier. Schaut euch das mal an, guckt mal hier. Das ist sozusagen der Entry-Bar, der misst die Korrekturtiefe aus. Wir laufen halt jetzt tief in eine Korrektur rein und solange, wie das so ist, kann der Markt jederzeit rumdrehen. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil hier auf Tagesbasis verschiedene Trendgrößen ineinander fließen. Deswegen ist es ganz wichtig, den Trend zu bestimmen, den man haben möchte. Und wenn der ganz große Trend hier die Richtung vorgibt, dann sollte man jetzt nicht unbedingt, wenn man diesen Trend traden möchte, nicht unbedingt long traden, ja? Weil dann tradet man ja gegen den übergeordneten Trend, ja? Wenn man das tut, weiß man, man tradet jetzt die Korrektur und dann ist alles gut, ja. Aber diejenigen, die sich sagen, Moment mal, ich nehme mir einfach diesen Trend auf Tagesbasis als Richtungsgeber, für die ist es schon interessant, die Oberseite anzulaufen, die müssen aber auch ein paar Sachen sozusagen mit reingehen. Und da sehen wir hier an dieser Stelle auch mal, ich habe es mal reingemacht hier, da ist auch noch sehr viel Platz zur Unterseite hin. Und das schauen wir uns jetzt mal in dem kleineren Zeitrahmen an hier an dieser Stelle. Das heißt, ich schalte mal kurz runter hier in den 4-Stunden-Chart und da sehen wir das, was wir auf Tagesbasis gesehen haben, wirklich sehr, sehr schön. Schaut es hier, das ist der Aufwärtstrend im größeren Maße und wir sehen es hier an dieser Stelle. Wir haben hier das Tief, Moment, ich mache es nochmal kurz rein. Schaut es, hier haben wir das Korrekturtief vom Tag, hier oben haben wir das Hoch. Fliegen wir hier oben drüber, also hier oben über dieses Hoch da oben, da die 106,10 in etwa,
wäre das Trendfortsetzung und dann haben wir echt gute Karten zu schauen, was passiert hier oben. Aber wenn wir nach so einer kurzen Korrektur schon wieder direkt nach oben durchstarten sollten, dann wäre das eher schon ein Stärkezeichen und kein Zeichen von Schwäche. Und da kommt es ja dann drauf an, was hier oben passiert. Fallen wir allerdings hier unter dieses Level, ich habe das mal markiert hier, die 105,80, das ist ein wichtiger Kaufbereich. Das wäre erstmal ein etwas schwächeres Zeichen, da muss man sagen, okay, jetzt finden sich hier am Ausbruchslevel, wo diese große dynamische Kerze auch gekommen sind, doch keine Käufer mehr. Und wenn das der Fall ist, müssen wir einfach schauen, okay, dann geht es jetzt in die tiefere Korrektur. Mit Blick auf den letzten Bewegungsarm ist das jetzt mal nicht tragisch, wenn man diesen Trend angeht. Es ist nicht so schön für die Stärke, aber die Anlaufpunkte sind da und der Markt macht halt, was er will. Heißt, Anlaufpunkte können wir planen. Hier das Zwischentief ganz grob um die Marke von 105,45,46 in diesem Bereich und dann haben wir das Zwischentief bei 104,94. Und wenn das fliegen sollte, das wäre dann übrigens aber ein längerer Zeitrahmen, also das ist jetzt nichts, was wir im 5-Minuten-Chart da begleiten und in den nächsten 2 Stunden wahrscheinlich durchgezogen wird, sondern das wäre dann ein Swing-Trade zur Seite nach unten, die Umkehr sozusagen wieder in die Short-Richtung. Wenn das hier unten fliegt, die 104,94, dann ist der Weg frei unten rein Richtung Jahres. Nur so weit ist es noch nicht, aber wenn das kommen sollte, das wäre dann ganz klar das Thema, was ich gerade auch gesagt habe, dass der Markt aus diesem ganz großen Bild, wo wir jetzt hier rausgekommen sind, also hier aus diesem Abwärtstrend, dass er da dann wieder rumdreht und wieder in Richtung dieser übergeordneten Formation läuft und das wäre dann der Abwärtstrend. Das ist der Drehpunkt, den man schön auch im 4-Stunden-Chart erkennen kann. So, nächstes Währungspaar für heute auf der Uhr ist das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Hier hinten im Hintergrund haben wir immer noch den Euro-NOK. Da warte ich persönlich immer noch, ob wir tatsächlich eine Umkehr bekommen oder ob wir wieder komplett runterdrehen. Wir haben ja schon deutlich runtergedreht, hat man ja besprochen, Euro-NOK. Aber so ist es halt, ne? Wenn Signale da sind und der Markt spielt sie nicht, müssen wir sie ja nicht treten. Deswegen schauen wir uns die Charts ja auch an. Bisschen Geduld und dann ist alles gut. So, Euro-Kan-Dollar, machen wir weiter hier mit dem Währungspaar Euro-Kan-Dollar. Wir schauen uns das Ganze mal im Tageschart zunächst erstmal an. Und wir haben hier im Euro-Kan-Dollar einen sehr, sehr schwachen Markt. Moment, ich muss das mal kurz ein bisschen größer machen. Wir drehen wieder rum. Deswegen habe ich das Währungspaar heute mal auf die Uhr genommen. Wir drehen von oben wieder rum. Der Markt hat hier oben keine Chance mehr gehabt, oben raufzulaufen. Dieses Level, dieses Verkaufslevel hier oben um die Marke von, naja, was haben wir da oben? 1,57,5 in etwa, war einfach zu viel für den Markt. Wir sehen es, hier oben gab es einfach nur noch starken Verkaufsdruck und gestern ist es dann passiert, dass wir untergeordnet wieder einen Abwärtstrend bekommen haben. Ich skizziere mal das Gesamtbild hier an dieser Stelle, wie immer, das mache ich ja gerne mit dem Zeichentool hier an dieser Stelle. Schaut mal, was wir hier nach oben gehabt haben, wo sich der Markt so ein bisschen leicht untergeordnet hochgeschlängelt hat, war dieses Bild gewesen, was wir hier gehabt haben. Ja, das hier ist einfach keine massive Dynamik nach oben aufgekommen. Und was wir jetzt sehen an dieser Stelle ist, dass wir hier in diesem kleinen Bereich gestern wieder einen Abwärtstrend getriggert bekommen haben. Und wenn man sich das Ganze hier mal zu Gemüte führen möchte, wir haben hier unten in diesem Bereich um die 1,554 haben wir ein Widerstandslevel oder ich nenne es jetzt mal einen Drehbereich, ja? Weil momentan ist es eher ein Widerstand, wo wir oben drüber waren, war es die Unterstützung. Das Ding ist jetzt geflogen und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, den Gesamtkontext mal zu betrachten. Und der Gesamtkontext sieht momentan halt einfach so aus, dass wir hier im Großen, schaut halt wieder mal das falsche Fenster erwischt, dass wir im Großen, im übergeordneten Bild hier, das ist mal der Trend, den wir da haben an dieser Stelle. So, hier unten rein. Jetzt sind wir über diesen Trend schon mal hochgelaufen leicht, bis in diesen Widerstand rein. Und jetzt drehen wir schon wieder nach unten ab. Und das ist ein Schwächezeichen. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist halt die Gefahr, dass wenn wir eine Fortsetzung bekommen, wir wieder unten reinlaufen in diesen Bereich. Wartet, Moment, hier unten, wo wir das Trendtief gehabt haben, hier dieses Bereich, dieser ganz krapp, die 154,4 in etwa, das hier unten, das ist die Gefahr. Und für die kurzfristigen Trader ist es jetzt allerdings hochinteressant, hier an dieser Stelle einfach mal genau hinzuschauen, weil dieser starke Kursrutsch, den wir in den letzten beiden Tagen gesehen haben,
der hat ja noch keine Korrektur erfahren. Und das ist jetzt das Spannende. Und da schauen wir mal kurz in den Stundenchart rein, um uns das ganze Bild mal anzuschauen, um auch mal so ein bisschen das Thema der Korrektur zu planen. Weil wir haben durchaus die Chance, hier ein Stück weit nach oben mit zu laufen. Ich raff das mal kurz etwas zusammen an diesem Punkt und mache mal hier den letzten Ausbruchlevel, beziehungsweise das oder die Ausbruchslevel rein. Da haben wir nämlich ein bisschen was auf der Uhr, was wir hier haben können. Da hätten wir zum einen diesen Bereich hier. Moment, auch das mache ich visuell mal noch ein bisschen anders. So, an dieser Stelle das. Also, Nummer 1. Das wäre das Erste, was wir haben. Und das Zweite, was wir haben, ist dann sozusagen dieser Bereich hier unten. So, wir haben jetzt also hier oben drüber zwei Drehbereiche, wo wir Widerstandslevel haben. Aber, und das ist jetzt die Sache der Korrektur, damit haben wir natürlich auch ein paar Anlaufpunkte, die wir zur Planung benutzen können. Ja, einen sehr, sehr nahen und einen, der schon etwas weiter weg ist. Und zwar, wenn wir jetzt tatsächlich hier einen Rebound bekommen, wir sehen ja schon, wenn wir hier unten mal diese Marker nehmen, da unten haben wir sozusagen aktuell das den Tiefbereich um die 1,55. Und wenn es der Markt jetzt schafft, tatsächlich oben rauszudrehen, das heißt hier, an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, nach oben zu laufen. Das heißt hier, guckt mal, hier war es die erste Bewegung. Dann haben wir jetzt hier die Korrektur. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich wieder oben drüber laufen, schaut, dann haben wir einfach die Anlaufpunkte an diesen Stellen da, wo wir reinlaufen können. Und das ist das Interessante. Das ist mal das Thema der Korrekturplanung. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn wir eine weite Korrektur bekommen, dass wir sogar hier oben bis 1,56 hoch korrigieren. Und das ist schon mal etwas an Korrekturpotenzial, wo wir uns jetzt im Euro-Kan-Dollar einfach nur auf die Lauer legen müssen, ob der Markt tatsächlich von hier unten abprallt und nach oben läuft, dadurch ein höheres Tief macht und wenn er hier drüber läuft, auch untergeordneten Aufwärtstrend macht. Und das wäre dann der Korrekturtrend. Und der hat, wie schon gesagt, die Chancen hier zur Oberseite hin. Und das sind doch mal interessante Marker, die wir hier sehen. Schaut mal, wir haben die Swing Highs auch mit drinnen, also 155,87 und hier oben knapp die 156. Dann die Umkehrbereiche, die wir hier haben, also hier unten diesen Bereich hier, zack, da unten rein, das ist hier die Marke von 155,6 und dann diesen Drehbereich hier, der noch grün markiert ist, um die 155,4. Die Marker, das können wir aus dem Chart rausnehmen, das ist interessant. Zumindest für einen kurzfristigen Rückschnapper im Euro-Kandler im großen Bild, wir sehen es, eher runter. Das ist der Punkt. Wenn wir hier unter das Tagestief von heute weiterfallen, also auch unter die Marke von 1,55, hier, nächster Anlaufbereich, Drehpunkt 1,54,4. Die Marker im Tageschart. Und damit schauen wir auf Silber. Und ich habe gesehen, Gold wird auch noch gefragt. Gucken wir uns an, ja? Im Kurzfristbereich. Und danach gucken wir auf die Indizes, beispielsweise auf den DAX und gewünscht wird auch der Nasdaq. Das gucken wir uns an. Zuvor Edelmetalle. Silber. Boom. Zack. Hier haben wir einen Tageschart mit einem Schub nach unten unter diese Supportlinie hier. Unter 24. Das war ein Rutsch. Wir sehen es hier oben. Ähnlich wie im Gold. Schönes Dreieck gehabt. Bam. Hat es geknallt nach unten raus. Was passiert jetzt? Gegenbewegung. Ganz klar. Schön sieht aber anders aus, heißt also an dieser Stelle, passt mal auf hier, das ist so typisches Hin und Her, sage ich mal, Springen eines Marktes. Und zwar, ich zeige euch mal kurz, was ich damit meine. Schaut mal, wir haben hier im Kurzfristigen einen Markt, der macht höhere Hochs und der macht tiefere Tiefs. Und da müssen wir uns als Händler schon mal fragen, was bedeutet es denn, wenn wir auf der einen Seite Händler haben, die gewillt sind, höhere Preise zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Abgaben bekommen, die Händler immer später anfangen zu kaufen. Das ist ein ziemlich verwirrendes Bild. Ja? Und das zeigt uns halt auch die Unsicherheit am Markt. So, jetzt müssen wir aber mal schauen, was wir als kurzfristige Händler daraus machen. Und da kann man was draus machen. Nämlich, in solchen Situationen ist es ratsam, oben zu verkaufen, unten zu kaufen. Das funktioniert zumindest meistens, nicht immer, aber es funktioniert öfter, als dass es nicht funktioniert. Heißt also, wir nehmen uns einfach mal hier oben die Oberseite, nein, das möchte ich nicht haben, kurzen Augenblick. Wir nehmen uns einfach mal hier die Oberseite und die Unterseite zur Brust, das also hier. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Kurzfristbereich an. So, und das heißt, ja, ha,
Das ist ein Megafon. Jawohl. Es ist so schön. Danke dafür. Ich sehe meine Zuschauer, die machen mit und die schauen auch zu. Und immer wenn es Megafone gibt, gibt es Ärger an den Märkten. So, also schauen wir uns das Ganze mal im Kleinen an. Im Großen muss jetzt jeder auch erkennen, das ist ein abwärtsgerichteter Markt momentan. Also ich skizziere das mal ganz kurz. Also hier, schaut euch an. Hier. 1, 2, 3. Und das, was wir hier momentan sehen, ist die Korrektur des Ganzen, ja. Bedeutet nicht, dass der Goldpreis, der Silberpreis jetzt massiv nach unten fallen wird, aber die Risiken sind halt da. Und wenn wir uns das Tageschartbild mal anschauen, sehen wir halt auch, was nach unten geht, ne? Und wir sehen das Ganze als Korrektur. Das heißt, wenn wir das mal im Trendbereich sehen, sind wir auf der Short-Seite momentan in Richtung des übergeordneten Trends unterwegs. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also wenn man long geht oder wenn man short geht, muss man einfach wissen, wo der Haupttrend gerade langführt. Und beim Silber, wie schon gesagt, ist es hier nach unten gerichtet. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz im Stundenchart an, im Stundenchartfenster sozusagen. Und da so hier in diesem Bereich halt auch den Markt innerhalb. Moment, wenn ich es ein bisschen größer mache, kann man es besser sehen. Ja, passt auf. Wir sehen hier an diesen Dingen, dass der Markt wirklich immer oben verharrt, unsicher ist und danach rausbricht. Das haben wir hier gehabt. Drüber gelaufen, kurzes Verharren runter, nochmal kurz hoch, dann nach unten. Hier das gleiche Bild. Oben rein, leicht höheres Hoch gemacht, dadurch die leicht steigende Aufwärtslinie, Verkauf. Wie hier drüben, oh, jetzt habe ich gerade auf dem Monitor gezeigt, das sieht natürlich keiner. Wie hier drüben, nochmal kurz nach oben und dann zack. So, was haben wir jetzt hier? Der Markt ist schön nach oben gelaufen, oben rein, runter. Wenn der jetzt das gleiche Verhalten macht wie bei den letzten Malen, na, wovon können wir dann ausgehen? Der Lauf nach oben, Korrektur, nochmal ein Versuch und dann zack. Das wäre zumindest mal ein Szenario, wenn man innerhalb dieser Bandbreite, innerhalb dieses Megafons sozusagen traden möchte. Oben verkaufen, unten kaufen. So, das wäre jetzt mal das kurzfristige Bild. Das heißt jetzt für den Wert, den wir hier haben, wenn es nach unten geht, Anlaufmarke haben wir auch da, auf den kleinen Trend hier bezogen. Schaut mal hier, das kleine Zwischentief hier unten um die, Moment, das brauche ich, um die 23,65 in etwa. Das wäre der erste Anlaufpunkt zur Unterseite hin. Und der zweite Anlaufpunkt, den wir auf der Unterseite haben, sehen wir auch hier noch ein kleines Zwischentief hier unten. Ganz grob die Marke von 23,34. Und dann stehen wir schon wieder unten im Bereich der unteren Seite des Megafons. Und das wäre mal hier die Marke um die 22,86. Das wäre das, was wir hier an dieser Stelle in dieser aktuellen Chartformation zum Traden auf der Unterseite finden. Bullish wird es erst dann, wenn wir wirklich hier oben drüber fliegen, also das heißt über hier, wir sehen es, über diese Marke hier oben von 24, naja, knapp 60 oben raus, wenn wir da oben drüber fliegen, also auch das hoch hier rausnehmen, Moment, und nicht gleich wieder nach unten umdrehen, also diese Marke hier rausnehmen, das Level hier, und dann drüber gehen und uns drüber stabilisieren, das wäre der Punkt, jetzt muss ich wieder zurück in den Tageschart, das wäre echt der Punkt, dass man sagt, wenn wir hier drüber rausfliegen, dann wäre das Korrekturausdehnung nach oben und dann können wir auch mal schauen, schaut mal, hier oben haben wir einen wichtigen Drehbereich, die Marke von 26,15 bis 26,20, das wäre ein wichtiger Bereich, den man durchaus angehen kann, wenn der Markt es schafft, dynamisch nach oben auszubrechen. Soweit ist es noch nicht, aber da haben wir zumindest erstmal einen Anlaufpunkt, den man im etwas weiteren planen könnte. Was haben wir noch? Hier kleines Zwischenhoch, hier dieses Tageshoch um die 25,40, ebenfalls auf dem Weg nach oben. Aber wie schon gesagt, da muss erstmal eine Entscheidung fallen, dass der Markt tatsächlich drüber will. Dann brauchen wir die Dynamik. Also da fehlt schon noch ein bisschen was, um diese Setups zu erfüllen. Aber auf die Lauer legen lohnt sich schon. So, damit hätten wir das. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal auf den Goldpreis ein. Und dann schauen wir uns die Indizes ein. Gold. So, also. Jetzt bitte nicht überrascht sein. Das Bild sieht ein bisschen anders aus, aber nicht viel anders. Ja, also wir haben jetzt hier kein Megafon, wie wir das im Silberpreis gehabt haben, aber das grundsätzliche Geschehen, was wir hier haben, ist schon das Gleiche. Das heißt, wir sind aus einem Dreieck nach oben hin, nach unten hin ausgebrochen.
Hier, also das Dreieck, ich zeichne es mal ganz kurz ein, schaut's hier, war die Unterseite vom Dreieck, ganz grob, da sind wir unten rausgebrochen und wir haben hier in diesem Bereich, wenn wir uns den Goldpreis mal nehmen, haben wir natürlich jetzt auch diese wichtige Linie, also hier das Verkaufslevel, dieser Schwungbereich, ganz grob, die Marke von 1910, 1911, da sind wir ordentlich drunter gelaufen und was wir halt auch sehen, im größeren Bild hier im Gold, schaut euch das an. Das ist mal definitiv ein Abwärtstrend und wir haben hier im Gold auch einen Markt, der auch nach unten will. Er zeigt uns fallende Hochs und fallende Tiefs. So, und das, was wir jetzt haben, ist die ganz, ganz große Frage, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen, wir haben schon wieder diesen Ausbruchsbereich angetestet. Das ist das eine, was wir sehen. Das zweite, was wir sehen, ist, wir sind in einem Abwärtstrend kurzfristig verortet. Also was heißt kurzfristig? Der läuft ja auch schon seit dem Allzeithoch eine ganze Weile. Das Allzeithoch wurde im August gemacht. Seitdem schiebt es den Markt nach unten. Das ist das, was wir sehen. Dann haben wir hier die Korrektur, die hier um die zwischen 1910 und 1920 reingelaufen ist und immer wieder Verkaufsdruck gesehen hat. Ne? Dann haben wir hier, zack, diesen starken Tag gesehen nach unten. Und jetzt sehen wir hier eine Korrektur laufen. Also wir haben hier einen Korrekturkanal. Und jetzt ist halt die Frage auch, wie würde ich das jetzt intraday anpacken, den Goldpreis? Und das schauen wir uns jetzt mal in den kleinen Zeiteinheiten an. Das heißt, wenn wir uns mal hier ganz kurz nur die Stunde anschauen, dann sehen wir hier diesen massiven Run nach oben, diesen großen, großen Schub. Und in diesem großen Schub, schaut mal hier, sehen wir an dieser Stelle jetzt das korrektive Muster. Und jetzt ist halt die Frage, ist diese Aufwärtsbewegung, die wir gerade auf dem Tag gesehen haben, also hier der große Schub nach unten und hier der Trendkanal nach oben. Ich zeichne den Trendkanal mal kurz auf Tagesbasis hier noch mit ein. Also grob einmal hier und daneben einmal da. Das ist mal ganz grob der Bereich, den wir da mit drinnen haben. Und das Ganze jetzt mal kurz in der Stunde, da sehen wir das, was ich jetzt hier hochschlänge, ne, dieses leicht trendige. Das ist sozusagen jetzt der Punkt, wo es nach oben läuft. Und da haben wir in relativer Nähe erst einmal definitiv diesen Widerstandsbereich hier um die 1910 plus den Bereich hier oben, wo wir schon mehrfach rumgedreht sind. Ne? Und da sehen wir hier mit Blick in den Stundenchart, schaut es hier einmal, zweimal, dreimal. Das sind die Bereiche, da sind wir rangelaufen und immer wieder ist der Abverkauf gekommen. Das heißt, das ist schon ein ziemlich heftiges Level. Worauf wir jetzt hier achten müssen, ist Folgendes im kurzfristigen Bereich. Bezogen auf das, was wir hier jetzt sehen, ist der Markt natürlich noch sehr, sehr stark nach oben gerichtet. Also die Dynamik, die hier da ist, ist auch ganz klar da. Das heißt, aus jetziger Sicht für den ganz Kurzfristbereich, Ausbruch aus dieser Formation würde halt bedeuten, nächster Halt zwischenhoch hier, Marke von ungefähr 1913. Wir können es ja mal genau machen, 1912,91. Das ist das Hoch da oben. Darüber, und wenn wir darüber fliegen, ist der Weg erst einmal frei in Richtung knapp 1919, 1920 in diesem Bereich. Das ist das eine, was wir jetzt definitiv sehen müssen. Ja, das müssen wir uns auch mal im 5-Minuten-Chart anschauen, damit wir sehen, hier sehen wir die Korrektur, hier sehen wir jetzt leicht schon einen Markt nach oben trenden. Und wenn das so weitergeht, dass wir tatsächlich hier über diese Flaggenformation hinauslaufen, dann wäre das die Fortsetzung. Und dann haben wir halt erst einmal hier oben das Zwischenhoch bei 1912. Fliegen wir da drüber, wird es interessant, was oben kommt. Das ist die ganz kurzfristige Long-Seite. So, wenn sich der Markt dann entscheidet, weiter nach oben zu laufen, gehen wir zurück in den Stundenchart, dann raffe ich das ganze Bild mal etwas zusammen. Schaut mal, dann ist der Weg hier über diese Level hier oben frei, Richtung hier oben die 1937 in etwa. Das wäre das kurzfristige Long-Szenario, ja, Nummer 1. Nummer 2, sollte hier der Markt doch wieder schwach werden und nach unten abdrehen, dann ist ganz klar, dann ist das jetzt hier, wenn hier ein höheres Tief kommt, das erste Anzeichen dafür, dass der Markt wieder schwach wird. Und dann müssen wir genau hinschauen, was passiert am Zwischentief, also das heißt das Tief dieser Kerze. Wenn das dann kommt, haben wir hier nämlich wieder einen Abwärtstrend in der Stunde und dann haben wir auch planbare Anlauflevel, die wir hier für den Kurzfristtrade gar nicht so weit weglegen müssen. Und zwar schaut mal hier, dieser Ausbruch hier über dieses Level um die 1900 US-Dollar, der kam mit Dynamik. Und wenn hier plötzlich Verkaufsdruck reinkommt, weil hier, wenn getestet wird, keine Händler mehr da sind, dann kann die Party ordentlich nach unten abgehen. Heißt also, wichtigerweise jetzt zu sehen, kurzfristig hier,
Das Hoch 1912,91 und das Tief 1905. Und das sind die Marker. Ausbruch aus der Flagge, Bullish Long, erstmal zum Trendhoch, danach hier oben im Widerstand. Fällt's unten drunter durch, kommen wir also nicht über dieses Hoch hier durch. Dann die Umkehr und das Ganze hier Richtung Zwischentief und danach erster Anlaufpunkt um die 1900. Das Ganze mit Blick in Gold. Das also dazu in diesem Sinne zum Edelmetall. Und wir machen jetzt weiter mit den Indizes. Blick also rein. Ich habe schon die Frage zum Nasdaq bekommen und wir starten auch mit den Indizes, aber ich mache zuerst den deutschen Leitindex. Gestern früh haben wir drüber gesprochen. 13.000 Punkte sind wieder da. Yes, es ist geschafft. Mitten in der Corona-Krise werden hier wichtige Marker aus dem Markt nach oben genommen. Das sind immer wieder diese positiven Zeichen. Sehr gut. Nummer zwei. Die Charttechnik funktioniert mal wieder hervorragend. Ja? Das haben wir gesehen gestern. Moment, ich muss mal ganz kurz hier noch in der Stunde bleiben. Schaut mal, gestern hier unten dieses Level 13.030, da hat es erst ein bisschen gezögert. Wartet, jetzt kann ich es mal größer machen. Ja? Hier oben, wo ist es jetzt hin? Da ist es. Erst ein bisschen so gezögert, drüber, drunter, drüber, drunter. Und dann kam der Befreiungsschlag nach oben. Das ist Nummer 1, das konnte man ja sehr schön planen. Und Nummer 2, das nächste, schaut mal hier, das nächste Verkaufslevel, grob 13.100 bis 13.130, dieser Schwungbereich herum. Läuft der Markt rein, plötzlich fängt er wieder an zu korrigieren. Ja, das ist normal und jetzt müssen wir einfach schauen, wie es hier weitergeht. Und wenn wir uns die Stunde mal kurz anschauen wollen im nahen Bereich, dann sehen wir Folgendes. Schaut mal, hier schlängelt sich der Markt so schön nach oben. Ganz klar, wir sehen hier das Dicke auch eingezeichnet. Ganz klar, das ist ein Aufwärtstrend. Der ist definitiv auch da. Den können wir auch nutzen. Und ein großes Auffanglevel haben wir hier unten um die Marke von 12.945. Ich mache das mal ganz kurz grün. Das ist ein Auffanglevel. Und wenn wir hier und heute am Freitag doch etwas, einen kleinen Durchhänger sehen sollen oder sollten, dann wäre das mal auf alle Fälle ein Anlaufbereich auf der Unterseite, den man auf der Uhr haben sollte. Das aber nur, wenn wir tatsächlich schwach werden. Wenn der Markt tatsächlich irgendwann heute zu Gewinnmitnahme neigt und der Markt tatsächlich hier an diesem Widerstandslevel um die 13.115 Punkte nach unten hin abprallt. Ne? Das müssen wir da auf der Uhr haben. Und wenn das kommen sollte, ja, dann haben wir halt nicht nur diese 12.945, sondern dann können wir uns auch an diesem Bewegungstrend nach oben ein bisschen orientieren. Und dann haben wir hier auch noch einen Auffangbereich um die 12.835 Punkte. Das ist das, was wir hier kurzfristig zur Unterseite haben. Zur Oberseite sieht es aber auch interessant aus. Da schalte ich jetzt allerdings mal kurz in den Tageschart rein. Denn, liebe Leute, wenn wir tatsächlich es schaffen, also wenn ich die Kerze sehe, dann muss ich echt sagen, sieht das momentan so ein bisschen aus. Och, es ist Freitag, ich habe keine Lust mehr. Aber gut, der Handel fängt ja jetzt erst an. Wenn diese Marke hier rausgenommen wird, hier, was ich gezeichnet habe, und wir übers Tageshoch von oben heute durchlaufen, dann haben wir richtig gute Chancen, weiterzulaufen. Und zwar erst einmal hier für die untergeordneten Trendverläufe hier haben wir ein kleines Zwischenhoch gehabt, grob die Marke 13.169 und dann ist der Weg auch frei hier oben rein in dieses Dreh, in diesen Drehbereich hier um die 13.265. Also wenn wir einen sehr, sehr starken bullischen Tag bekommen, ist es durchaus möglich, dass wir bis hier oben reinlaufen, sogar auf die 13.300. Würde mich nicht wundern, wenn es stark bleibt. Also wir haben hier beide Sachen. Im Kurzfristbereich haben wir jetzt die Unterseite angesprochen. Falls der Markt doch hier oben abdreht, wo wir gerade verortet sind. Ansonsten die Oberseite ist auch hochinteressant. Und wenn wir dynamisch weiter hochlaufen, wäre das sehr, sehr positiv. Zumindest aus charttechnischer Sicht. Was kommt, das werden wir erst heute Abend wissen. Aber die Chancen haben wir auf alle Fälle da. Das zum DAX. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir hier weiter mit dem, ja, der Nasdaq ist es. Und da schauen wir auch gleich drauf. Die Indizes, die US-Indizes sind ja immer wieder von großem Interesse. Und heute gucken wir uns halt mal den Nasdaq an. Ich hatte schon mal diese Woche irgendwann gesagt, wir müssen beim Nasdaq ein kleines bisschen aufpassen auf die Kurzfristigkeit. Warum? Wahlen in den USA. Trotz dass beide Kandidaten durchaus Vorteile für die US-Wirtschaft haben,
Und beide sind auch sehr daran interessiert, dass die US-Wirtschaft weiterläuft. Wird das Thema Biden-Wahl oder wenn Biden die Wahl gewinnt, Einfluss haben auf die Gewinnentwicklung von technologielastigen Unternehmen? Wo kommt das her? Das kommt daher, dass Biden gesagt hat, es wird gewisse Steuererhöhungen geben. Und das trifft halt Unternehmen, die im Tech-Sektor auch mit drinnen sind. Das heißt, das wird sich dann, wenn das tatsächlich so kommt, ja, das sind zwar, das muss ja auch erstmal durch die ganzen Bestimmungen durch und durchgewunken werden. Wenn das kommt, könnte das durchaus sich ein bisschen auf die Bilanzen auswirken. Und das könnte dann so ein bisschen den Run vom Nasdaq, sagen wir mal, zumindest eindämmen. Ne? So, das Szenario, was der Markt in diese Richtung auch erwartet. So, was haben wir jetzt im Nasdaq? Der Nasdaq, ich will bloß ganz kurz mal, schaut euch mal, das ist der S&P, ja, die letzten Tage, massiv hoch, gestern, wichtiges Level, schön nach oben, pass auf, jetzt der Nasdaq, schön hoch, gestern schon etwas eingedämmter, aber noch unter diesem wichtigen Level, ja, also, das ist jetzt die gleiche Richtung, ja, aber vorher war es oft so, dass der Nasdaq der Vorflieger war, und die anderen gefolgt sind, das dreht sich jetzt ein bisschen. Und das könnte so ein bisschen, muss nicht, aber könnte sein, schon ein bisschen Einpreisung der Wahl sein. Nichtsdestotrotz, die US-Indizes laufen auch wieder schön weiter nach oben. Und wenn wir uns jetzt den Nasdaq mal anschauen, dieses Level hier, ich klemme da gleich mal noch ein Preisschildchen dran, wo wir gerade verortet sind, also jetzt mal grob die Marke von 11.500 und knapp in die 70, wenn das hochfliegt, ja, wartet einen Moment, nein, wir sind sogar höher. Hier, das Zwischenhoch haben wir geschrieben, bei 11.613 hier in diesem Bereich. Wenn wir das tatsächlich rausnehmen, heute, dann ist der Weg nach oben frei. Erstmal hier, schaut mal, wir haben hier einen Drehbereich um die Marke von 11.840. Ja, deswegen habe ich das hier drüben markiert. Das wäre der erste Anlaufpunkt oben rein. Und wenn wir wirklich dynamische Kerzen bekommen, ist es durchaus auch möglich, dass der das vielleicht sogar zum Wochenausklang schafft. Aber nichtsdestotrotz, egal wann er das schafft, wenn er sich über diesen Bereich hier stabilisiert, ja, dann setzt sich das trendige Verhalten nach oben fort und dann ist der Weg nach oben erstmal frei. Und wie schon gesagt, hier bei 11.840 erster Anlaufpunkt, dann hier der Abverkauf unter dieses Tief der Kerze, 12.100 knapp 70 und dann haben wir schon das Allzeithoch. Also, da ist viel, viel Luft zur Oberseite hin, was durchaus positiv gesehen werden kann. Aber, und jetzt ist wieder der Bereich, wo wir hier stehen, das sind ja die Marker, auf die ich auch immer wieder reinschaue, wird übrigens auch ein Thema zur World of Trading, da sind wir ja auch wieder mit dabei, Tickmill, bei der Online World of Trading mit einem eigenen Kanal, das wird sehr, sehr spannend. Mittlerweile haben wir 5 Vorträge oder 5 Trader gewinnen können, die hier an dieser Stelle auch super Vorträge halten und ich spreche auch hier an diesem Tag über das Thema, wie finde ich denn diese Handelsideen jeden Tag, wie gebe ich mich als Trader auf die Suche nach interessanten Ideen? Und das, was wir hier jetzt haben, ist wieder mal so ein Paradebeispiel. Wir haben hier oben wirklich einen tollen Drehbereich. Ja? Und wenn wir uns den mal eben anschauen wollen, hier diesen Bereich, das hier oben, was wir hier haben, dieses Level, das ist gerade wieder so ein ganz, ganz typischer Bereich, wo ich ganz genau hinschauen kann, wo wir als Trader sehen, hey, da oben könnte jetzt was passieren. Da könnte Momentum reinkommen. Und dieses Momentum kann halt in beide Richtungen laufen. Warum? Hier oben wurde oftmals abverkauft. Also wir haben Potenzial zur Unterseite. Aber wenn dieses Level fliegt, muss der Markt sich drehen. Das hat dann zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass hier plötzlich ein Orderflow auf der Kaufseite reinkommt, was die Märkte dann schön nach oben entsprechend treibt, hier an dieser Stelle. Und damit schauen wir jetzt mal den Nasdaq im kleineren an, im Stundenbereich. Erstmal nur im Stundenbereich. Wir gehen gleich noch eine Nummer kleiner, weil für das, was ich bespreche, brauchen wir dann auch die Nummer kleiner. Aber die Richtung wird halt oben vorgegeben. Und hier oben an dieser Stelle sehen wir schon, wenn es pendelt, wo der Markt nach unten reingeht. Und das, was wir jetzt brauchen, um eine Bestätigung zu bekommen, ist genau der Punkt hier oben. Wenn wir drüber gehen, wäre das ganz klar das bullische Szenario zur Oberseite hin. Nummer 1. Aber wenn dieser Bereich hier oben abverkauft wird, ist das ganz klar das Indiz für ein Abpreisszenario. Und beim Abpreisszenario, da können wir schauen, wo wir gute Anlaufpunkte haben. Und da haben wir hier, schaut euch das mal an, einen wichtigen Drehbereich um die 11.500. Na, hier, wartet,
Linie rein, zack, da rein. Also hier in diesem Bereich um die 11.500. Auffangbereich haben wir hier gesehen, raufgelaufen, zack, nach oben. Also wenn wir nach unten abprallen, wäre das mal der erste Anlaufbereich. Dann haben wir noch ein paar weitere hier. Die kleineren Zwischentiefs, das, was wir hier sehen, hier drüben an dieser Stelle beispielsweise, kann man das schön sehen an diesem Punkt. Also wir haben da schon ein paar Läufer zur Unterseite hin. Ja, und dann ist viel, viel Platz. Dann wäre einmal noch dieses Drehlevel hier drüben. Ich mache es mal noch in blau markiert. Drehlevel, warum? Schaut mal, hier ist der Markt von unten nach oben gedreht. Dann ist er wieder unten in diesem Bereich kurz zum Stehen gekommen, ist hochgelaufen, hat dann massiv abverkauft. Dann sind wir wieder oben rangelaufen, hier haben kurz drunter verharrt und sind dann oben drüber gelaufen. Das sind so die Drehlevel, die Marktbeachtung haben. Hier die Marke von knapp 11.380 Punkten. Das sind die Anlaufpunkte, die wir auf der Unterseite haben, wo bei einem Abprall von diesem Hoch da oben oder einem Abverkauf am Freitag, weil wir einfach Wochenende haben und weil es der Markt einfach kann, hier die Unterseite haben. Und da müssen wir an diesem Punkt hier oben, an dieser Stelle nur kurz lauern. Und alles ist gut. Hier, der Blick in den Nasdaq. So, jetzt haben wir es 9.15 Uhr. Fragen sehe ich momentan. Wartet, ich muss mal noch Facebook kurz checken. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Nö, Fragen haben wir da keine. Also das heißt, wir haben jetzt hier keine Wunschmärkte mehr. Heißt also, wir machen weiter mit dem zweiten Teil heute sozusagen. Und zwar hier das Thema sozusagen News Impact an dieser Stelle. Also hier gucken wir gleich drauf. Ich mache gleich noch kurz das zweite Video fertig. Kurzen Augenblick. Und dann machen wir das durch. So, ich bleibe aber dran. Ich mache nur kurz eine Aufnahmepause, damit ich das zweite Video dann auch habe. Das habe ich ja entsprechend auch mit angekündigt. So, jetzt müsste das weg sein. Naja, so richtig will es nicht. Die Technik. So, jetzt. Good.